wie deine Lieblingsfilmschauspieler aus den 90er Jahren jetzt aussehen. Bevor wir Social-Media-Prominente hatten, war dieser Status ausschließlich Filmstars vorbehalten. Und das waren die Menschen, zu denen die Kinder der 90er Jahre aufblickten. Kennst du noch die Zeiten, bei denen man seine VHS-Kassette in den Rekorder schob, um seinen Lieblingsfilm immer und immer wieder anzusehen? Das waren noch Zeiten, naja. Beethoven, Home Alone, Ghostbusters, das waren goldene Filmzeiten. Aber wo sind unsere Lieblingsschauspieler der 90er Jahre heutzutage? Haben sie sich stark verändert? Oh ja, das haben sie in der Tat. Wenn du wissen willst, wie es deinen ersten Filmhelden oder Idolen 2018 geht, dann schau unbedingt weiter. Aber bevor du eine Reise in die Vergangenheit machst, vergiss nicht auf Abonnieren zu klicken und die kleine Glocke zu läuten, damit du keine der lustigen und spannenden Updates mehr verpasst, die täglich auf der Sonnenseite des Lebens erscheinen. Okay, jetzt lass uns aber anfangen. Nummer 14. Alison Porter. Erinnerst du dich an die bezaubernde kleine Curly Sue? Dieses charismatische und lustige Mädchen wurde tatsächlich von Alison Porter gespielt, als sie gerade 10 Jahre alt war. Und obwohl der Film zu einem sofortigen Klassiker wurde, verschwand Porter nach ein paar Gastrollen von der großen Leinwand. Aber zum Glück nahm sie ein neues Hobby an, die Musik. Im Jahr 2016 machte Porter einen Spritzer auf The Voice, schloss sich Christina Aguileras Team an und gewann sogar die ganze Staffel. Die 37-jährige Alison schreibt jetzt ihre eigenen Lieder, hat eine Band und verbringt Zeit mit ihrem Mann und 2 Kindern. Ach, wie die Zeit vergeht. Nummer 13. Kelly McGillis. Du erinnerst dich vielleicht an Kelly McGillis aus ihren erfolgreichen Rollen in Witness, neben Harrison Ford und Top Gun mit Tom Cruise. Aber sie hat nicht damit aufgehört. Sie hat eine Menge Filmografie hinter sich gebracht, bevor sie sich entschied, ihre Karriere zu beenden, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Glücklicherweise ist die 61-jährige McGillis inzwischen wieder in die Schauspielerei zurückgekehrt und spielt in großen Filmen, Fernsehsendungen und sogar am Broadway. Nummer 12. Meg Ryan. Meg Ryan war ein wahrer Star der Romcoms und Dramen der 90er Jahre. Schlaflos in Seattle, als Harry Sally traf, Du hast eine Mail, Kate und Leopold, das sind nur einige ihrer spektakulären Rollen, die die ganze Welt in sie verliebt haben. Leider sehen wir sie heutzutage nicht mehr so oft in Filmen, wie wir es gerne hätten. Doch die 56-jährige Meg Ryan arbeitet nun hinter der Kamera und gab ihr Regiedebüt mit dem Film Ithaca 2015. Vielleicht wird es nicht mehr lange dauern, bis wir sie wieder auf der Leinwand sehen. Daumen drücken. Nummer 11. Christopher Castile. Erinnerst du dich an Ted aus den Beethoven-Filmen oder den Alleswisser Mark aus Step by Step? Berühmtheit erlangte diese Figur durch Christopher Castile, der auch in mehreren Fernsehfilmen der frühen 90er Jahre mitwirkte. Aber der Schauspieler entschied später, dass es nichts für ihn ist, ein Filmstar zu sein. Der heute 38-jährige Castile hat inzwischen seinen Masterabschluss gemacht und arbeitet als Professor für Politikwissenschaft an der Biola-Universität in Kalifornien. Stell dir vor, du hast einen Kerl, der in einigen deiner Lieblingsfilme aus der Kindheit gespielt hat, als Lehrer. Nummer 10. Nicole Tom. Nicole Tom ist bekannt für ihre Rollen in The Nanny und Beverly Hills 90210. Aber ihr großer Durchbruch war wieder einmal in Beethoven. Im Gegensatz zu Castile entschied sich Nicole jedoch, ihre Schauspielkarriere fortzusetzen und arbeitete weiterhin in Film- und Fernsehsendungen mit. Und nach ihrem Instagram-Konto zu urteilen, ist sie genau wie ihr Beethoven-Charakter verrückt nach Hunden. Die 40-jährige Nicole hat einen bezaubernden Pudel und veröffentlicht regelmäßig Bilder von ihrem süßen Baubau. Nummer 9. Marlon Wayans. Marlon Wayans ist definitiv ein Schauspieler mit einer riesigen Bandbreite. Von den urkomischen Scary-Movie-Filmen bis hin zum dunklen und deprimierenden Requiem for a Dream. Und zum Glück sind seine vielen Talente nicht unbemerkt geblieben. Der 48-jährige Marlon Wayans arbeitet nach wie vor als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent. Außerdem ist er glücklich verheiratet und hat 2 schöne Kinder. Einer deiner ultimativen 90er-Jahre-Favoriten ist also sicherlich immer noch stark in der Welt des Kinos vertreten. Nummer 8. Matthew Lillard.
Matthew Lillard erkennt man sofort und er sticht in so ziemlich jedem Film hervor, in dem er mitgewirkt hat. Sei es Scream, Sinnlos, She's All That, Scooby-Doo oder jede andere Rolle in seiner sehr langen Filmografie. Und er macht immer noch das, was er am besten kann. Filme. Im Jahr 2012 führte er Regie bei einer Komödie namens Fat Kid Rules the World und gerade 2017 erschien er in mehreren Episoden der neuen Twin Peaks Staffel und spielte den Schulleiter. Und seine Hingabe für sein Handwerk hat seinem Liebesleben sicherlich nicht geschadet. Der 48-jährige Matthew Lillard ist seit 18 Jahren glücklich verheiratet und hat 3 Kinder. Nummer 7. Bill Murray. Ach, der legendäre Bill Murray. Wir kennen ihn als Dr. Peter Venkman aus The Ghostbusters-Film, aber der 68-jährige Schauspieler hat eine jahrzehntelange Karriere voller unglaublich berühmter Rollen. Und er hat alles Mögliche unter der Sonne gespielt, manchmal sogar sich selbst. Ja, so ikonisch ist er. Heutzutage tritt Murray nicht mehr so oft in Filmen auf wie früher, aber er lehnt auch interessante Rollen nicht ab. Folglich kannst du ihn immer noch ab und zu auf der Leinwand erwischen und es ist jedes Mal ein Genuss. Nummer 6. Alicia Silverstone. Alicia Silverstone wurde sofort berühmt für ihre brillante Darstellung von Cher Horowitz im Film Clueless von 1995. Danach spielte sie in anderen erfolgreichen Filmen wie Batman and Robin, Excess Baggage und Blast from the Past. Heute ist die 41-jährige Alicia eine engagierte Tierschützerin und Vegetarierin. Sie hat auch noch ein paar Filmprojekte vor sich, also haltet die Augen offen. Nummer 5. Jean Reno. Jean Renaults Rolle in The Professional hat uns alle gleichzeitig gefangen genommen und gebrochen. Kein Wunder also, dass der französische Schauspieler sofort die Aufmerksamkeit Hollywoods auf sich zog. Er nutzte die Gelegenheit und spielte in Filmen wie The Da Vinci Code, Ronin, Godzilla und vielen anderen. Und obwohl Reno kürzlich 70 Jahre alt wurde, ist er immer noch leidenschaftlich am Schauspiel interessiert und arbeitet weiterhin an neuen, spannenden Projekten. Nummer 4. Andy McDowell. Andy McDowell begann ihre Karriere in den 80er Jahren als wirklich erfolgreiches Model, versuchte sich dann aber in der Schauspielerei. Und es war definitiv der richtige Zug. Green Card, Murmeltiertag, 4 Hochzeiten und eine Beerdigung. Und das ist immer noch nicht die ganze Liste der großen Filme, in denen sie gespielt hat. Im Jahr 2000 kehrte McDowell zu ihren Modelwurzeln zurück und wurde zu einem der Hauptgesichter von L'Oreal. Die 60-jährige Andy McDowell spielt noch immer im Kino und hat 3 Kinder. Nummer 3. Nicolas Cage. The Rock, Face Off, Con Air, Gone in 60 Seconds. Nicolas Cage war in den 90er Jahren ein beschäftigter Typ. Eigentlich mit über 100 Filmen in seiner persönlichen Filmografie gibt er einfach nicht auf. Sein Horrorfilm Mandy aus dem Jahr 2018 erhielt hervorragende Kritiken. Einige Kritiker bezeichneten es als das beste Werk der letzten Jahre. Es sieht nicht so aus, als würde es der 54-jährige Cage mit seinem einzigartigen Stil in nächster Zeit ruhiger angehen lassen. Nummer 2. Jeff Daniels. Wir werden uns immer an Jeff Daniels für seine Dummkopfrolle in Dumm und Dümmer erinnern. Es war diese klassische Komödie, die ihn international bekannt machte. Aber der Schauspieler spielte in den 90er Jahren auch in Tonnen anderer Filme mit, wie 101 Dalmatiner, Pleasantville und My Favorite Martian. Seine Karriere ist immer noch stark, aber er bevorzugt jetzt dramatischere Rollen, wie Charaktere in Steve Jobs und dem Looming Tower. Und trotz seines vollen Terminkalenders findet der 63-jährige Jeff Daniels immer noch Zeit für seine schöne Frau und 3 Kinder. Nummer 1. Maggie Wheeler. Jeder erinnert sich an Janice von Friends und wir können Maggie Wheeler danken, dass sie diese Figur zum Leben erweckt hat und uns lachen ließ, bis wir weinten. Und obwohl es mehr als 20 Jahre her ist, seit sie anfing, Janice zu spielen, erfreute sie uns weiterhin mit Lachanfällen vom Feinsten. Seit ihren Tagen bei Friends hat sie in anderen erfolgreichen Shows gespielt, wie How I Met Your Mother, Californication und Shameless.
Wheeler gibt jedoch zu, dass sie für ihre Rolle als Janice immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen haben wird und dass sie sehr glücklich ist, Teil von etwas gewesen zu sein, das so vielen Menschen auf der ganzen Welt Freude bereitet hat. Die 57-jährige Maggie Wheeler ist jetzt verheiratet und hat 2 Töchter, aber man kann sie immer noch von Zeit zu Zeit im Fernsehen sehen. Was ist mit dir? Wer war dein Vorbild auf dem Bildschirm, als du aufgewachsen bist? Und wenn du ein Kind der 90er Jahre bist, hat dir diese nostalgische Reise in die Vergangenheit gefallen? Sag's uns unten in den Kommentaren. Wenn du schon dabei bist, vergiss nicht auf Like zu drücken, wenn es dir gefallen hat und es deinen Freunden und Familie zu zeigen, um sich gemeinsam an alte Zeiten zu erinnern. Und für weitere lustige und interessante Fakten, klick einfach auf Abonnieren und komm zu uns auf die Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.